Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 30. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr. Das dauert etwa 26.000 Jahre und wir befinden uns gerade im Wassermann-Zeitalter. Das hängt alles zusammen. Weil das berücksichtigt wird, diese Präzession, es ist eine andere Berechnung, eine sehr präzise Berechnung, aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, anderes ist als in westlichen Horoskopen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. In indischer Mythologie steht Suraya mit Sonne in Verbindung. Und das heißt, Suraya ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Steinbock gehört zum Erdeelement. Dieser Monat ist wichtig. Oder haben wir dieses Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität? Steinbock vermittelt noch etwas Wichtiges: Ziele setzen, geduldig zu sein, die Ziele nicht aus den Augen verlieren, sondern diese Geduld und Ausdauer soll dazu führen, dass wir das auch erreichen. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Mond hat mehrere Namen in indischer Mythologie. Eine davon ist Soma. Ich setze Mond in Tierkreiszeichen Skorpion. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Tagesthemen. Bei Skorpion ist wichtig, oder die Botschaft des Mondes, dass wir jetzt in die Tiefe schauen und auch mal unseren Gefühlen wie Angst auch wahrnehmen, aber nicht aufhalten, sondern es ist wichtig, die Transformation von Angst zu befreien. Die Tierkreiszeichen Skorpion steht mit Sexualität auch in Verbindung. Also die Sexualenergie ist Skorpionenergie. Das heißt nicht, dass nur die Skorpiongeborenen das erleben sollen, sondern dieses Thema wird zum Tierkreiszeichen Skorpion zugeordnet. Und Mond aktiviert auch solchen Themen im heutigen Tag. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Agni ist der Feuergott und steht mit Mars in Verbindung. Ich setze Agni zum Tierkreiszeichen Fischen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Ist wichtig bei diesen Fischenenergie, dass wir das auch vertrauen, was wir vorhaben. Und dass wir von einiges loslassen können, dass wir daran glauben, dass wir diese Ziele auch erreichen. Mars ist auch die männliche Energie und symbolisiert die Männer. Und die männlichen Personen fühlen intensiv gerade ihren Gefühlen, weil die Tierkreiszeichen Fischen zum Wasserelement gehört. Und das symbolisiert die Gefühle, auch die Sehnsüchte, auch die Träume. Merkur befindet sich im Steinbock, steht immer noch mit Sonne in Verbindung. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha,
aber wird mit ein D geschrieben. Mit 2D, Buddha, heißt schon die Erleuchtende. Ich habe diese Schriftweise im Bild, aber damit meine ich Merkur. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation. In Verbindung zum Sonne bedeutet Klarheit und die Wahrheit. Die Wahrheit kommt ins Licht. Oder wir erkennen etwas klar und deutlich und das bringen wir auf den Punkt, auf die Sprache. Jupiter befindet sich auch in Skorpion. Indra steht in Verbindung zum Jupiter. Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten, vergrößert etwas und vertritt auch die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Venus ist der Liebesplanet und Venus ändert jetzt die Tierkreiszeichen. Ab heute befindet sich Venus im Schütze und das bedeutet ein Feuerelement. Venus steht mit Lakshmi in Verbindung. Und das heißt, es kommt ein neuer Schwung in die Liebe-Partnerschaft, weil Lakshmi oder Venus symbolisiert Thema Liebe. Natürlich ist das eine weibliche Energie und zeigt uns Frauen auch. Und das mit dieser Schütze-Energie bewegt sich etwas. Aber für uns Frauen ist es jetzt wichtig, die Richtung zu bestimmen. Und das zeigt auch die Tierkreiszeichen Schütze, weil die Tierkreiszeichen Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße, und dieses Energiefeld vermittelt uns unsere Wünsche und Sehnsüchte. Und all das, was wir wünschen, was in unserem Herzen liegt, das als Ziel setzen und das, was wir Frauen gerade beherzigen sollen, in diese Richtung uns bewegen. Aber im Allgemeinen als Thema Liebe kommt jetzt etwas im Schwung. Weil Schütze steht auch zum Ausland, kann natürlich bei vielen auch bedeuten Liebe im Ausland oder die große Liebe kommt von Ausland, natürlich ist es auch möglich. Saturn steht mit Skanda in Verbindung in Mythologie. Also das ist die Saturn-Symbol und Saturn ist auch in den Tierkreiszeichen Schütze. Venus hat Saturn noch nicht erreicht, da ist eine gewisse Entfernung noch da, aber beide befinden sich im Tierkreiszeichen Schütze und Saturn möchte etwas in Ordnung bringen, in Form zu bringen. Und belehrt uns. Und in der nächsten Zeit wird Saturn uns Frauen belehren, dass wir die Liebe nicht aufgeben, dass wir auf unserem Herz hören, dass wir Ziele setzen, dass wir in diese Richtung bewegen. Mit Saturn endet die persönlichen Planeten und wir schauen die Elemente an, weil wir brauchen die Ausgeglichenheit. Wir haben die Feuerelement, auch im Erdeelement und auch im Wasserelement, Planeten und Sonne und Mond natürlich auch, diese kosmischen Einflüsse. Und im Luftelement fehlt etwas. Und damit wir den Ausgleich finden im heutigen Tag, sollten wir das Luftelement betonen. So können wir bewusster mit dieser Naturkräfte umgehen. Die Luftelement vermittelt die Leichtigkeit, das Spielerische und die Kommunikation. Wenn wir das betonen, kommen wir in inneren Gleichgewicht und Harmonie. Und jetzt kommen die äußeren Planeten wie Uranus, Neptun und Pluto
Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, bringt Umbrüche, Veränderungen. Bei Tierkreiszeichen Widder heißt es auch bei vielen ein Neuanfang. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und das bedeutet die Träume, Visionen, Leben, auch Ideen umsetzen, dieser Ideenreichtum mit dieser bildhaften. Natürlich ist das hervorragend für Künstler, diese Energie, und das mit Leichtigkeit in Tat umsetzen oder Gespräche führen und so das organisieren. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Pluto gibt uns die inneren Kraft. Pluto steht aber mit Sexualität auch in Verbindung. Die heutige Mondhaus, Mond in Tierkreiszeichen Skorpion, bewegt sich im Mondhaus Anuradha, und Anuradha ist ein glücksversprechende Mondhaus. Die indischen Astrologen sagen, auf die Elefanten reiten, und das ist ein Glückssymbol. Aber nicht nur das, sondern dieser Mondhaus wird von Akrab bestrahlt, und das zeigt Spiritualität, Hellsichtigkeit. Ich könnte sagen, die dritte Auge öffnet sich, weil Mond aktiviert diese Energiefeld. Und jetzt die Verbindungen. Sonne, Mond steht in harmonischer Verbindung. Und das ist das weibliche, männliche Energie, das Denken und Fühlen, und hilft im inneren Gleichgewicht zu bleiben. Sonne und Merkur steht in Verbindung. Sie wirken hier zusammen. Und das bedeutet die Gespräche, die Wahrheit, die Suche nach die Wahrheit oder die Wahrheit kommt ins Licht oder etwas klären oder etwas betrachten, die Augen öffnen und das in Sprache bringen. Venus bewegt sich jetzt im Schütze, also beginnt jetzt die Feuerelement wirken in die Liebe, Partnerschaft, und das bringt auch Schwung in die Liebe. Mond steht in Harmonie mit Merkur, und das heißt, über Gefühle zum Sprechen. Das ist eine harmonische Verbindung. Es ist möglich, etwas klären, Gefühle zeigen, das auch ansprechen. Saturn steht, eine schöne Verbindung zu Neptun, aktiviert unsere Sehnsüchte, unsere Träume. Und das auch bewusster wahrzunehmen, Saturn möchte auch, dass wir das in Realität erleben und nicht nur ein Traum bleibt, sondern dass wir in Tat umsetzen können, in Form zu bringen. Mond steht mit Saturn, auch eine harmonische Verbindung. Und Saturn belehrt uns gerade, unsere Träume auch ernst zu nehmen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse.
Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.